Cher Monsieur le Conseil fédéral Parmelin, sehr geehrter Bundesrat Rösti, caro Presidente Chiesa, non lo vedo, ma sarà da qualche parte. Ich werde auf Deutsch sprechen und ich werde nicht über die unmittelbare Zukunft sprechen, wie es der Herr Bundesrat jetzt geredet hat, sondern ich werde die Perspektive 2050 im Auge haben. Ich beginne mal mit einer ganz einfachen Frage. Wissen Sie, wer die Welt ernährt? Würden Sie sagen, ist doch logisch, Landwirtschaft, das stimmt. Aber die Landwirtschaft ohne die Hilfe der Technik und wie wir sehen werden, ohne die Hilfe von Energie, könnte nur etwa die Hälfte der Weltbevölkerung ernähren. Das heißt, wenn wir nicht, wie Sie hier in dieser Folie sehen, aus Stickstoff aus der Luft künstlichen Dünger machen würden und dafür eben Erdgas einsetzen, könnten wir die Hälfte der aktuellen Weltbevölkerung nicht ernähren. Die Hälfte der Menschen würde verhungern. Das ist etwas, das die wenigsten wissen und das für mich immer wieder eine Motivation ist, zu sagen, Energie ist kein Luxus, sondern Energie ist etwas, das die Menschheit braucht. Sie sehen hier den Beweis dafür. Die Entwicklung des Energieverbrauchs der Welt seit 1920, aber so wichtig losgegangen ist es nach dem Weltkrieg. Da hat sich die Weltbevölkerung entwickelt, der Wohlstand der Welt hat sich entwickelt und wir haben in den letzten vergangenen knapp 80 Jahren haben wir den Energieverbrauch massiv gesteigert und vor allen Dingen, wie Sie aus dieser Folie sehen, Kohle, Erdöl, Gas. Alles andere ist eigentlich quantité négligeable. Die Welt lebt heute zu über 80% von fossilen Energieträgern. Und wenn wir jetzt hoffen, dass wir bis 2050 davon loskommen sollten, dann bedeutet das, dass wir unsere Energiewirtschaft etwa dreimal so schnell umbauen müssen, wie wir sie aufgebaut haben. Ich persönlich erachte das als relativ herausfordernd, besonders wenn man daran denkt, dass wir jetzt 8 Milliarden Menschen auf der Welt sind und es knapp 10 sein werden, bis wir dann in 2050 sein werden. Es ist ganz klar, dass diese Menschen, die dazukommen, auch ein Recht haben auf ein gutes Leben, auch ein Recht haben darauf, mit Energie versorgt zu werden. Diese Aufgabe, meine Damen und Herren, ist schwierig. Wenn wir schon Energiewende machen wollen, das hat der Herr Bundesrat vorhin gesagt, wird der Strom immer wichtiger werden. Sie sehen hier die klassischen Anwendungen, statt Gas will man mit Wärmepumpen heizen, statt mit Verbrennungsmotoren mit Elektromotoren fahren. Also wird Strom immer wichtiger werden. Das ist eine komplizierte Folie, ich entschuldige mich dafür, aber es ist eine ganz wichtige Folie. Rechts, ich hoffe, es ist auch bei Ihnen rechts, ich sehe leider die Screens nicht. Rechts sehen Sie, wie viel CO2 das pro Stromeinheit produziert wird. Es gibt die drei schlechten, Kohle, Erdöl, Erdgas. Es gibt so die mittelguten, Biomasse. Und dann gibt es die vier guten, Kernkraft, Wasserkraft, Wind und Solar. Die machen wenig CO2 pro Stromeinheit. Und auf der linken Seite sehen Sie, wie viele Menschen sterben beim Einsatz dieser Energieeinheiten. Auch wieder Kohle und Erdöl sehr schlecht, Erdgas, Biomasse nicht so wahnsinnig gut. Und die vier guten wieder, Wasserkraft, Kernkraft, Wind und Solar, Gesundheit. Ja, wenn Sie mich fragen, bei den Toten in der Kernkraft sind auch die Unfälle in Fukushima, Three Mile Island, Tschernobyl sind alle eingerechnet. Also wir stellen fest, es gibt vier gute bezüglich CO2. Und dann gibt es aber sechs gute bezüglich Nützlichkeit. Diese roten, orangen, pinkigen, die können wir dann einstellen, wenn wir sie haben wollen. Tag, Nacht, Winter, Sommer. Und Sie sehen, es gibt genau zwei, die alles erfüllen. Kein oder wenig CO2 und ständig benutzbar. Und es ist halt einfach so, die Schweiz hat diesen Weg gewählt und ich kann der Schweiz nur wieder einmal gratulieren, mindestens kann ich der Schweiz von 1950 gratulieren. 1960 wurde diese Entscheidung gefällt. Übrigens war damals die Sozialdemokratische Partei und der Schweizerische Naturschutzbund für diese Lösung. Die haben das damals stark propagiert. Schauen wir die Schweiz an, Stichwort Schweiz. Die genau gleiche Entwicklung, wie Sie vorhin gesehen haben, in der Welt. Nach dem Weltkrieg ging es los. Aber nicht wie die Welt, die Schweiz hat sich stabilisiert. Aus dem einfachen Grund, dass Wohlstand in der Schweiz vorhanden ist. Und mehr als drei Auto braucht jetzt wirklich niemand. In diesem Sinne haben wir hier ein Plateau erreicht. Sie sehen, die Schweiz braucht etwa 60 Terawattstunden Strom,
etwa 60 Terawattstunden Energie für Mobilität und etwa 60 Terawattstunden, um Wärme bereitzustellen. So als Faustregel, 3 mal 60. Die 260er für Mobilität und für Wärme wollen wir loswerden, gemäß der Planung des Bundesrates, gemäß der Planung des entsprechenden Departementes, und der Strom durch Strom ersetzen. Ich mache eine ganz einfache Rechnung. 60 Terawattstunden Strom brauchen wir heute. Ich schätze ab, wir brauchen 12 Terawattstunden für die Mobilität, alles elektrisch statt thermisch. Wir brauchen 9 Terawattstunden für die Wärme, Wärmepumpen, und das Bevölkerungswachstum wird auch noch etwa bis 2050 6 Terawattstunden brauchen. Knapp 90 Terawattstunden an Strom wird die Schweiz in diesem Jahr brauchen. Ich darf hier die Klammer machen, ich werde es Ihnen nicht zeigen, wie ich darauf komme. Bitte schreiben Sie mir, ich kann Ihnen das sehr einfach herleiten. Zweite Bemerkung, diese Zahlen sind super optimistisch. Es wird mehr werden. Aber ich möchte einfach, dass ich am unteren Rand bin, damit ich nicht angreifbar bin durch irgendwelche anderen Quellen. Die Betrachtung eines Jahres, wie sie hier ist, ist irreführend. Stromversorgung ist nicht etwas, das Sie über das Jahr mitteln dürfen, sondern Stromversorgung ist etwas, das Sie eigentlich jede Sekunde sicherstellen müssen, mindestens aber jeden Monat anschauen müssen, weil die Schweiz verbraucht im Sommer deutlich weniger Strom, als sie es im Winter tut. Sie sehen hier, im Sommer haben wir im Moment einen Stromüberschuss, Wasserkraft, Kernkraft, andere Energiequellen machen im Sommer mehr Strom, als wir tatsächlich brauchen. Das ist die schwarze Kurve mit 2021 angeschrieben. Im Winter haben wir jetzt schon eine Lücke, wir importieren jetzt schon. Das wird sich aber ändern. Im 2050 werden wir im Sommer ein bisschen mehr Strom brauchen, weil wir nicht heizen, ist es nur ein bisschen. Im Winter werden wir deutlich mehr Strom brauchen. Die Zahl ist unwichtig, aber ich sage sie trotzdem, 9,5 Terawattstunden. Und wir werden natürlich die gelben, orangen Balken verlieren, weil wir keine Kernkraft mehr haben. Das heißt, wir werden nur noch grün, blau, blau haben. Das ist das, was im Winter dann vorhanden ist. Wir brauchen aber so viel, wie Sie dargestellt haben. Und der rote Pfeil zeigt Ihnen die Winterlücke. Und wenn jemand immer noch nicht daran sicher ist, dass es eine Winterlücke geben wird, das ist halt einfach dann wirklich eine Beratungsresistenz von der höheren Art. Wie soll das umgebaut werden? Das sind jetzt die Pläne, das ist die immer noch, Herr Bundesrat Rösti, immer noch die einzige Gesamtschau, die ich habe, die Auslegeordnung. Man hört im Parlament viele Vorschläge, man geht in die Alpen, man baut das Wasser, ist alles gut und recht, aber ich wäre froh, wenn wieder einmal eine Auslegeordnung gemacht würde. Wo kommen wir hin im 2050? Und Sie sehen, das ist die Planung dieser Beratungsbüros, die Sie dort unten sehen, wie sie im 21 veröffentlicht wurde. Die orangen Balken sind die Kernkraftwerke. Mühleberg wurde abgestellt. Der nächste wäre Betznau. Dann kommt Gösgen im 2026, 27, 2032, 33, dann Leibstadt. Sie sehen also, wie die Energieproduktion abnimmt. Die blaue, dunkle Farbe, das sind die bestehenden Wasserkraftwerke, die nehmen auch ab. Einerseits versanden unsere Stauseen immer mehr. Wir haben Restwassermenge gesetzt, die Menge beschränkt. Die Niederschläge nehmen ab. Also unsere bestehende Wasserkraft wird reduziert. Es soll neue Wasserkraft gebaut werden. Das sind da die gestrichelten blauen. Und vor allen Dingen sollen viele neue Erneuerbaren gemacht werden. Das ist dieser grüne Spickel, den ich hier ein bisschen detaillierter darstelle. Viele Sachen sollen dort drin sein, Windenergie, Geothermie, Biomasse, aber der Hauptteil, der absolute Löwenanteil, soll von Photovoltaik kommen. 34 Terawattstunden sollen von der Photovoltaik kommen. Wenn Sie eine Jahresbetrachtung machen, brauchen Sie 36 Gigawatt Leistung, ich komme gleich auf den Begriff, Photovoltaik, um im Jahr 34 Terawattstunden Energie zu machen. Heute haben wir 4,5 Gigawatt Leistung installiert, aber jetzt muss ich Sie plagen, es ist mir bewusst, aber ohne ein bisschen Terminologie geht es einfach nicht. Man darf einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Sie sehen hier zwei Maschinen, die machen 5 Kilowatt elektrische Leistung. Einen Dieselgenerator und eine Photovoltaikanlage. 5 Kilowatt, das ist, wenn Sie kochen, föhnen und Waschmaschine läuft, brauchen Sie etwa 5 Kilowatt in Ihrem Haus. Beide machen 5 Kilowatt, sind doch beide die gleichen. Nein, meine Damen und Herren, der Dieselgenerator macht 5 Kilowatt das ganze Jahr hinüber. Auch nachts um 12 Uhr und auch im Januar. Die Solaranlage macht nachts gar nicht und im Januar viel weniger als im August.
Und darum sehen Sie die Energiemenge, die diese Maschinen produzieren, hier dargestellt. Energie ist Leistung mal Zeit. Kilowatt, Leistung, Stunden, das gibt dann die Energie. Und Sie sehen, diese schönen Photovoltaikanlagen sind einfach im Winter praktisch nicht mehr funktionsfähig. Jetzt werden Sie sagen, ja, aber dafür braucht er Öl, einen Speicher, das ist richtig. Das kann man aber gut lagern. Und die Photovoltaikanlagen brauchen auch Speicher. Sie wollen ja in der Nacht ja auch Strom haben. Also brauchen Sie hier Batterien oder andere Geräte. Der Fakt bleibt, Sie haben nur 5% im Winter. Oder Sie brauchen 20 solcher Anlagen, um eine der Anlagen links zu ersetzen. Und das ist wichtig. Kommen wir zurück auf die ganze Diskussion. Die Schweiz 2050 wird im Winter etwa 38 Terawattstunden brauchen. Winter ist für mich November, Dezember, Januar, Februar. Das sind die vier heiklen Monate. Wenn wir jeweils 28. Februar noch Strom haben, dann haben wir das Jahr überstanden, so als Faustregel. Wir haben 8 Terawatt Wasserkraft jetzt. Wir werden noch 2 Terawatt dazu bauen, wenn es gut kommt. Die Flusswasserkraftwerke bleiben bei 4 Terawatt in dieser Annahme. Hoffen wir mal. Und die 36 Gigawatt Photovoltaik, die gemäß Planung installiert werden sollen, machen 5 Terawattstunden im Winter. Nur 5 Terawattstunden. Das heißt, es fehlt die Hälfte. Was können wir machen? Eine Idee ist weg vom Mittelland, wo die Panels falsch platziert sind, wo es im Winter Nebel hat. Gehen wir in die Alpen, stellen die Panels auf, 70 Grad, dann kommt die Wintersonne rein, alles gut. Haben auch keinen Nebel dort oben. Alles bleibt gleich. Und statt 5 Terawattstunden machen wir 14 Terawattstunden. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber nur, wenn wir alle 36 Gigawatt in den Alpen bauen. Also von jetzt ab keine PV-Anlage mehr im Mittelland. Das ist die Planung hier. Aber es bleiben immer noch 10 Terawattstunden übrig, die wir nicht gedeckt haben. Was müssten wir machen? Nun, wir könnten einfach mehr machen. Das ist ja immer wieder die Taktik von diversen Leuten, die sagen, einfach mehr machen. Machen wir 60 Gigawatt und dann kommen wir tatsächlich hin. Meine Damen und Herren, 60 Gigawatt, das ist 60 Mal das Kernkraftwerk Gösgen. Ja? Einfach damit Sie den Größenordnungsvergleich haben. Wir bauen also 60 Gösgen in den Alpen. Wenn Sie wissen, wie viel das ist, dann gebe ich Ihnen das Beispiel von Gondosolar. Das haben Sie sicher in den Medien gelesen. Das sind 3300 Anlagen von der Gondosolar-Klasse. Wenn ich jetzt die Zahlen von den Promotoren nehme, sind nicht meine Zahlen, das sind die Zahlen, die die Leute veröffentlicht haben, dann kostet das also 140 Milliarden Franken und braucht eine Fläche von 330 Millionen Quadratkilometern in den Alpen. Jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, wenn Sie 60 Gigawatt in den Alpen haben und die leben alle, weiß auch nicht, 40 Jahre, das heißt, Sie müssen alle Jahre, müssen Sie 4 Gigawatt müssen Sie ersetzen. So viel, wie wir heute platziert haben im Mittelland, müssen pro Jahr dann neu gebaut werden. Wir laufen hier eine Abhängigkeit von den Solarmodullieferanten hin. Wir tauschen die Abhängigkeit von den Ölländern zu den Ländern, die Photovoltaik machen. Zweitens müssen wir die 60 Gigawatt runterbringen ins Mittelland. Wir müssen die Leitungen bauen. Und drittens, und das ist vielleicht das Schlimmste, wir müssen am Mittag 60 Gigawatt abnehmen, obwohl wir nur etwa 13, 14 brauchen und die irgendwo zwischenspeichern. Wir müssen riesige Speicheranlagen bauen. Also ich würde eine Kiste Bordeaux wetten, dass wenn wir das bauen, das ein bisschen mehr kosten wird als 140 Milliarden Franken. Sie können mich nachher sehen, ich bin dort an dem Tisch, da nehme ich gerne die Wetten entgegen, wenn Sie anderer Meinung sind. Ich komme zum Schluss. Die Welt braucht mehr Energie, die Schweiz auch, vor allen Dingen mehr elektrische Energie. Absichtserklärungen sind gut, Resultate sind besser. Bauen wir mal so eine Anlage und dann schauen wir mal, wie gut sie funktioniert. Ganz schlecht sind Denkverbote und es ist unbestritten, eine moderne Gesellschaft kann nicht funktionieren, ohne dass ständig ausreichend kostengünstige elektrische Energie zur Verfügung steht. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann haben wir ein Staatsversagen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.